Im Jahr 2012 war bei der Auswertung der Unterlagen von Kfz-Vermietern aufgefallen, dass seitens des von Marschner betriebenen Bauunternehmens im Jahr 2001 bei einem Zwickauer Autovermieter drei relevante Kfz-Anmietungen erfolgt waren. Diese Anmietungen korrespondierten in zeitlicher Hinsicht mit zwei dem nationalsozialistischen Untergrund zugerechneten Tötungsdelikten in Hamburg und München sowie mit einem dem NSU zugerechneten Überfall auf eine Postfiliale in Zwickau. Aus diesem Anlass waren mögliche Beziehungen zwischen Uwe Mundlos und Uwe Bohnhardt einerseits und der Bauunternehmung des Zeugen Marschners andererseits Gegenstand intensiver Ermittlungen. Frau Präsidentin, ich verstehe das auch gar nicht. Akten lesen kann ich auch, wenn Sie jetzt hier Akten vortragen. Ich habe Ihnen zwei ganz einfache Fragen gestellt. Die können Sie in 5 bis 8 Sekunden beantworten. Die eine Frage war, wann hat die Bundesregierung zum ersten Mal davon erfahren, dass ihr V-Mann, der im Auftrag der Bundesregierung gearbeitet hat und ich glaube 37.000 Euro für die Arbeit für die Bundesregierung bezogen hat, wann hat die Bundesregierung erfahren, dass dieser Herr Marschner den Herrn Mundlos beschäftigt hat als Vorarbeiter? Wann hat sie es zum ersten Mal erfahren? Und die zweite Frage, die können Sie dann auch gleich damit noch mal beantworten. Was hat die Bundesregierung getan, als sie das erfahren hat, um sicherzustellen, dass nicht wieder Akten geschreddert werden, dass man den Vorgang nicht nachvollziehen kann? Das sind doch zwei einfache Fragen, können Sie auch schnell beantworten. Herr Staatssekretär. Ja, um die zu beantworten, muss man doch auf das eingehen, was das strafrechtliche Ermittlungsverfahren ergeben hat. Und da muss ich doch erstmal deutlich machen, dass Ihre Prämisse, dass derjenige bei diesem Herrn Marschner gearbeitet hat, überhaupt nicht sichergestellt ist. Und zum Zweiten kann ich sagen, dass wir als Bundesregierung, das wissen Sie auch, zu den Hintergründen des möglichen Einsatzes von verdeckten Mitarbeitern aus Sicherheitsgründen grundsätzlich keine Auskunft geben. Herr Kollege Ströbele, Sie können noch einmal nachfragen. Jetzt haben Sie die Frage immer noch nicht beantwortet. Wann hat die Bundesregierung davon erfahren, dass für ihren V-Mann Herr Mundlos gearbeitet hat als Vorarbeiter? Und da können Sie mir nicht mit Akten antworten. Es stand in der Zeitung jetzt, spätestens letzte Woche oder vor 2 Wochen, als es zum ersten Mal in der Zeitung stand, muss sie davon erfahren haben. Ich nehme mal an, Sie lesen Zeitung. Und was hat die Bundesregierung unternommen, um sicherzustellen, dass die Akten nicht wieder geschreddert werden, bevor der Untersuchungsausschuss sie lesen kann? Das sind doch einfache Fragen. Jetzt sagen Sie doch mal ja, nein. Zur zweiten Frage ist es klar, dass überhaupt keine Erkenntnisse hier in irgendeiner Weise vernichtet werden dürfen, sondern die stehen natürlich auch dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung. Und zur ersten Frage kann ich nur das wiederholen, was ich eben gesagt habe. Wir müssen natürlich jetzt auf das Ermittlungsverfahren achten und gucken, inwieweit Ihre Prämisse überhaupt richtig ist. Frau Pau hat als nächste Rednerin das Wort. Es war an. Eine Sekunde einfach noch. Das hat was mit den anderen technischen Gegebenheiten wahrscheinlich zu tun. Die vertragen sich hier gerade. Da steckt der Verfassungsschutz dahinter. Also ich weise zurück, dass der Verfassungsschutz im deutschen Parlament irgendetwas sabotiert. Aber, Herr Staatssekretär, ich habe 2 Fragen. Sie haben gerade darauf verwiesen, dass die Bundesregierung prinzipiell nicht antwortet zur Tätigkeit von V-Personen der Ämter für Verfassungsschutz. Können Sie uns mal erklären, weil Sie haben uns das ja auch schriftlich letzte Woche mitgeteilt, was es mit dem Staatswohl zu tun hat, diese Antwort zu verweigern, wenn der ungeheuerliche Verdacht im Raum steht, dass
bei einem V-Mann, der übrigens kein netter Staatsbürger von nebenan ist, sondern ein durchaus auch verurteilter Gewalttäter, ein V-Mann des Verfassungsschutzes, ein des Mordes an 10 Personen verdächtiger Nazi beschäftigt war, und zwar in der Zeit, in der er von diesem Staat bezahlt wurde. Was hat das mit dem Schutz des Staatswohls zu tun, uns diese Auskünfte zu verweigern, was die Bundesregierung dort unternommen hat, welche Kenntnisse sie hat und so weiter. Und dann ein kleiner Hinweis, da wir ja morgen im Untersuchungsausschuss uns mit diesem Ganzen hier befassen. Es wäre sehr schön, wenn wir dort nicht nur hören, was das BKA gemacht hat, sondern wenn wir auch hören, ob man wenigstens jetzt auf das Jobcenter, auf den Zoll und andere zugegangen ist, um zu schauen, welche Beschäftigungsverhältnisse hat es in den vielfältigen Firmen und Unternehmungen des Herrn Marschner gegeben. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Sie tun jetzt ja so, als wenn es überhaupt keine Möglichkeit gäbe, diesen gesamten Sachverhalt auch durch das Parlament aufzuklären. Das Gegenteil ist ja der Fall und das wissen Sie auch. Der einschlägige Aktenbestand des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu diesem V-Mann Primus wurde ja dem zweiten Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt. Bisher nicht übermittelt. Beim ersten Untersuchungsausschuss hat ja der entsprechende Ermittlungsbeauftragte die Akten auch gesichtet. Und mit Zustimmung der Bundesregierung wurden diese Dokumente durch den aktuellen NSU-Untersuchungsausschuss beigezogen und stehen somit der Sachaufklärung zur Verfügung. Sie sollten also nicht den Eindruck erwecken, als wenn die Bundesregierung hier irgendetwas verschleiern möchte, sondern genau dafür gibt es ja auch den Untersuchungsausschuss. Es gibt eine weitere Nachfrage von Frau Dagdelen. Ja, vielen Dank. Ich möchte es Ihnen einfach machen, Herr Schröder. Die Frage des Kollegen Ströbele war ja, seit wann der Bundesregierung der Sachverhalt bekannt war und Sie haben sich, oder der Verdacht bekannt war und Sie haben sich darauf zurückgezogen, dass man erstmal das Ermittlungsverfahren doch mal abwarten müsste. Ich möchte die Frage anders formulieren und Ihnen die Möglichkeit geben, hier Aufklärung zu betreiben. Und gerade die Skepsis, die es gibt, dass es beim Thema NSU-Komplex eben kein Staatsversagen war, sondern der Staat mit drinsteckt und auch die Aufklärung mit sabotiert, hier dem entgegentreten zu können, indem Sie eine klare Antwort hier erteilen. Deshalb möchte ich die Frage so formulieren: Seit wann ist der Bundesregierung bekannt geworden, Uwe Mundlos bei diesem Unternehmer, dem V-Mann, beschäftigt worden wäre? Also es geht mir nicht um die Tatsache, dass es so war, sondern diese Information. Wann ist diese Information an die Bundesregierung gelangt? Erstmals. Dazu brauchen Sie kein Ergebnis des Ermittlungsverfahrens, da brauchen wir kein Ermittlungsverfahren insgesamt, sondern wann hat zum ersten Mal die Bundesregierung überhaupt davon gehört? Ich habe ja eben schon erklärt, dass ich hier keine Auskünfte zu sogenannten V-Personen machen kann, dass sich aber der Untersuchungsausschuss selbstverständlich mit diesem Themenkomplex bereits auseinandergesetzt hat und zukünftig noch auseinandersetzen wird. Nochmal, der bestellte Ermittlungsbeauftragte Professor Henschel von Hynek hat ja die Unterlagen gesichtet, hat dann auch die entsprechenden relevanten Unterlagen dem Untersuchungsausschuss weitergeleitet. Die Kollegin Heiduk hat zu einer weiteren Nachfrage das Wort. Herr Staatssekretär, es handelt sich bei dem Thema, ob Herr Mundlos angestellt war bei dem V-Mann, wie wir ja in den Medien gehört haben, nicht mehr um eine Angelegenheit, die vertraulich ist, sondern das ist eine öffentliche Tatsache.
Nunmehr fragt mein Kollege Christian Ströbele und ich möchte da noch mal nachfragen über diese öffentliche Angelegenheit, wann über diese öffentliche Angelegenheit die Bundesregierung zum ersten Mal erfahren hat, unabhängig davon, ob diese Prämisse richtig ist. Ich kann nicht erkennen, dass das nicht eine Antwort ist, auf die Sie uns eine Frage ist, auf die Sie uns nicht eine Antwort geben müssen. Wenn Sie jetzt auf diese Presseberichterstattung hinweisen, wann jetzt die Bundesregierung, wer wann davon Kenntnis hat, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Aber diese Frage kann ich Ihnen selbstverständlich gerne nachreichen. Ja, es tut mir leid, Sie haben nur eine Nachfrage aber jetzt hier. Aber ich habe die Frage nicht gestellt. Ich habe die Frage Sie haben gefragt, ich habe weiß, dass der Gegenstand bekannt geworden ist. Das ist doch hier billiges Ausweichen. Gut, das ist jetzt liegt nicht in meiner Hand. Moment, Sie sind noch nicht dran, Kollege. Die Kollegin Hensel hat die nächste Nachfrage. Ja, da würde ich auch gerne noch mal nachfragen. Es geht nicht darum, wann die Bundesregierung irgendwie in der Presse gelesen hat, dass eventuell Herr Mundlos beim V-Mann angestellt war, sondern wann sie das allererste Mal von diesem Verdacht Kenntnis genommen hat. Wann hat sie zuallererst Kenntnis genommen von so einem Verdacht, dass die Möglichkeit bestünde? Wann hat das jemand zu welchem Zeitpunkt an die Bundesregierung herangetragen? Und ich würde gerne noch anhängen daran, ich denke, es ist ja Gefahr im Verzuge, wurden überhaupt eigentlich schon mal Akten bei dem Unternehmen Marschner sichergestellt mittlerweile? Das habe ich ja bereits ausgeführt, dass auch die Generalbundesanwaltschaft entsprechende Akten untersucht hat. Von daher sehe ich nicht, wo es hier Gefahr im Verzuge gibt. Und zu dem ersten Teil Ihrer Frage kann ich Ihnen keine Auskunft geben.